Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Wir haben Donnerstag kurz vor 5 schon. Ich habe euch heute nicht durch den Tag mitgenommen. Ich denke, das muss ich jetzt nicht jeden Tag machen. War auch nicht wirklich was Besonderes dabei. Ich muss sogar noch ein paar Sachen erledigen, wie die Wäsche. Die war vorher noch nicht ganz trocken. Und so ein paar Kleinigkeiten halt, ne? Aber zuerst zeige ich euch den kleinen Einkauf. Es ist wirklich klein. Wir waren mit Isabel gerade los. Wo waren wir denn? Bei Aldi und bei Edeka. Das war's. Wir mussten unbedingt los, weil wir kein Katzenfutter mehr haben. Und jetzt kommt sehr, sehr langes Wochenende. Weil samstags gehen wir garantiert nicht einkaufen. Ne? Das widerspricht unserer Religion und so. Und ja, und die anderen Tage sind Feiertage. Ne? Und deswegen mussten wir jetzt noch kurz los, Katzenfutter kaufen. Dann Milch haben wir noch eine Palette gekauft, weil in der Palette, die wir jetzt haben, nicht, also die ist nicht mehr voll. Und wir werden dieses Wochenende viele sein hier. Ne? Also wir haben Besuch, jetzt schon und es kommt noch. Ja, genau. Und deswegen sind wir noch kurz los gewesen. Also es ist nur das hier. Das hier eine Kiste, hier eine Kühltasche und ein bisschen was zu trinken. Hinten haben wir eben die Palette Katzenfutter. Wir haben gleich die ganze, ne, so einen Kasten gekauft. Ich glaube, das sind 20 oder 24, nee, 20 Dosen. Eine Palette Milch und einen Kasten Glasflaschen Wasser mit Sprudel für meinen Mann. Der trinkt ja mit viel Sprudel. Genau, also und ein 6er Träger Orangensaft, den hatten wir auch nämlich nicht mehr. Orangensaft trinken bei uns sehr gerne Easy und Papi und Raffi sogar mittlerweile auch. Das habe ich jetzt auch gleich hinten gelassen. Was habe ich jetzt hier mitgenommen? Fass Brause Maracuja, sind nur 4 Flaschen, habe ich dabei. Dann Fass Brause Zitrone, auch so ein 6er Träger, so kleine Flaschen. Dann nur 4 Flaschen Saft und zwar ist das milder Multifrucht, der milde Multivitamin, genau. Ja, also habe ich jetzt 4 Flaschen davon mitgenommen und 2 Flaschen, weil letztes Mal hat Krischi sich beschwert, ich hatte ja Eistee gekauft, aber ich hatte nur eine Zitronen Eistee gekauft und 3 von diesen Frucht und Christian mag am liebsten tatsächlich Zitrone. Also habe ich jetzt 2 Flaschen noch Eistee von Rauch, ist gerade im Angebot. Dann haben wir auch ein paar gekühlte Sachen, auch ein paar tiefgekühlte Sachen tatsächlich. Aber jetzt fürs Abendessen habe ich 2 Packungen Hähnchenkeulen mitgenommen, die werde ich gleich auch verarbeiten. Dann, da war ich echt froh drum. Frühlingsedition Kergarten Balance ungesalzen. Also meine Butter habe ich jetzt mitgenommen. Und ja, geht los die Saison auch, ne, mit Eis. Dirk sitzt auch wieder jeden Abend und schnabuliert irgendein Eis. Also habe ich mein Lieblingseis von Aldi. Das ist so dieses Spaghetti-Eis. Und Isabel hat sich dieses ausgesucht. Das ist Softeis Schoko. Ja, das haben wir jetzt auch mitgenommen. Dann eine Tüte Erdbeeren. Ich möchte jetzt irgendwie so Dessert-Erdbeer-Quark oder Erdbeer-Tiramisu oder irgendwie sowas machen. Und 2 Tüten Kräuter. Und diese Tasche musste ich auch kaufen, weil ich keine hatte. Keine mit, vergessen. Also Kräuter habe ich das übliche. Schnittlauch und Dill mitgenommen. Die sind echt wirklich sehr, sehr gut, diese Kräuter. Dann habe ich hier von oben nur wenige Sachen von Edeka mit der App günstiger, die Croissants. Die gehen bei uns super gut weg. Dann für Osterfeuer, da wird gegrillt und das ist am praktischsten, solche kleinen Schälchen aus Pappe. Die kann man hinterher auch halt ins Feuer werfen. Ne? Und was haben wir noch? Also das hat Isabel mitgenommen bei Edeka, hat sie auch selbst bezahlt. So ein Laufgürtel, wo man das Handy halt reinpacken kann, ne? Die wollte anfangen zu laufen. Bin gespannt. Und
weswegen wir überhaupt zu Edeka gegangen sind. Milka, die haben die nämlich vergessen am Dienstag. Und ich habe meine Zahnpasta noch mitgenommen. Meine Zähne, damit sie nicht wieder so viel Stress machen. Der Rest ist von Aldi, ist aber nicht wirklich viel. Wir haben hier ein paar Brötchen mitgenommen, verschiedene. Dann ein Brot, so ein kleines nur, ist dabei. Noch eine Packung Eier. Ich muss gleich auch unbedingt Eier kochen, damit ich die auch färben kann. Eier. Eine Packung dunkle Weintrauben sind dabei. Dann Bananen, sehr, sehr grüne Bananen extra, damit sie halt ein bisschen länger halten. Das haben wir mitgenommen, das hat auch was mit Essen zu tun. Wir fanden das einfach nur total niedlich und ja, so ein breiter, dünner, flexibler Wender für zuverlässiges, einfaches Wenden. Das gab's da. Da gab's auch so einen Eiertrenner und für die Mikrowelle irgendwie so ein Dings, um pochierte Eier zu machen und noch irgendwas. Aber wir haben jetzt nur dieses Teil mitgenommen, so ein Pfannenwender. Ich fand das einfach nur total niedlich. Genau, bei Aldi waren auch im Angebot irgendwo die letzten Gläser, Milka, noch im kleineren Gläser. Die haben wir auch mit eingepackt gleich. Dann habe ich diesen Joghurt mitgenommen für Raffi, weil er gerade, ja, er braucht halt Joghurt gerade. Und er mag aber keinen, wo Stückchen drin sind. Und fast alles ist mit Stückchen. Deswegen musste ich so Kinderjoghurt für ihn mitnehmen. Ich habe auch 3 Packungen Aufschnitt, also Wurst gekauft. Einfach nur Puttenbrust in Paprikamantel und einmal Delikatesse Schinkenwurst aus Geflügelfleisch. Das habe ich auch noch mitgenommen. Eine Kohlrabi ist dabei. Mach ich mal hier hin. 2 Becher Schlagsahne. 1 Becher Quark. Ganz normalen Speisequark. Isi hat für sich mitgenommen, es ist gerade auch im Angebot, das hier, das ist so ein, ja, wird einzeln verkauft, aber das gehört halt zusammen, ne? Das ist so Leggings und so ein Sportoberteil hat sie sich jetzt eingepackt zum Laufen. Und für meinen Mann habe ich 3 Set ganz normale weiße T-Shirts, die er dann unter Hemd anziehen kann. Das macht er nämlich so in die Kirche, ne, unter sein einfaches Hemd. Dann habe ich auch die 2 Pakete nur diese Brötchen mitgenommen. 1 Paket Mehl, ganz normales Mehl. Und 2 Dosen Fisch. Und zwar einmal hier Heringsfilet in Tomatencreme und einmal in Toskana-Soße. Das ist alles, genau. Das ist jetzt mein kleiner Einkauf, Ergänzungseinkauf zu dem XXXXXXL Haul von vorgestern. Genau, das ist nicht wirklich wieder so. Deswegen wird dieser Haul jetzt auch im Rahmen von normalem Video zu sehen sein. Ich räume das jetzt schnell weg und dann muss ich auch schon das Abendessen machen. Also, wir sehen uns gleich wieder. So, ihr Lieben, jetzt geht's los mit dem Abendessen. Wir haben hier alles verräumt. Die Kinder, also Christian vor allem, hat mir geholfen. Raffi ist auch schon wieder zu Hause. Christians Kumpel Flo ist auch schon da. Der war schon da, als wir noch nicht zu Hause waren. Der ist, ja, während wir einkaufen waren, schon hier angekommen. Ja, deswegen muss ich mich, glaube ich, ein bisschen beeilen mit dem Abendessen. Aber, naja, gut, wird schon keiner verhungern, denke ich. Ne? Wenn es auch ein bisschen länger dauern sollte. Ich habe jetzt vor, einmal was im Backofen zu machen. Und zwar wird das eine Gemüse-Reispfanne mit Hähnchenkeulen und alles zusammen im Ofen gegart. Bevor ich aber alles in den Ofen schmeiße, muss erstmal ein bisschen was vorbereitet werden. Und zwar die Hähnchenkeulen, die will ich jetzt einmal marinieren. Dann können sie ein bisschen durchziehen, während ich alles hier schnippel und anbrate. Und dann kommt alles zusammen in den Ofen. Ich zeige euch einfach mal, wie ich mir das gedacht habe. Also hier im Hintergrund kochen die Eier und Getränk wieder. So, für die Marinade, für die Hähnchenkeulen nehme ich einfach mal ein bisschen Öl in so eine Schüssel rein. Dann ordentlich Paprika-Gewürz, also
jetzt komm. Paprika geräuchert. Und Salz und Pfeffer natürlich. Man kann alles Mögliche an Gewürzen nehmen, was man gerne haben will. Ich mache das jetzt so. So, das Ganze wird einfach mal miteinander vermischt. In ein bisschen Öl ordentlich so reingerührt. Und jetzt nehmen wir einfach die Keulen. Krischi! Hallo! Und wir pinseln damit jetzt die ganzen Keulen von beiden Seiten. So. Wer mag, kann auch Sojasauce nehmen. Damit kann man die auch super marinieren. Habe ich jetzt zu spät dran gedacht. Ich mache die heute so. So, die Keulen sind mal angepinselt. Die schiebe ich einfach mal beiseite. Und dann können sie erstmal einmal durchziehen, während ich mich um das Gemüse kümmere. Was nehme ich denn jetzt alles in meine Pfanne? Brokkoli, wie man sehen kann. Dann eine halbe Zucchini, eine halbe Paprika, eine Solo-Knoblauch ist hier drin, drei Möhren und eine Zwiebel. Genau. Das alles kommt jetzt in meine Pfanne rein und wird ein bisschen angebraten. Vor allem die Zwiebel und Möhren, die müssen einmal angebraten werden, bevor Reis und alles andere dazu kommt. Und jetzt schneide ich einfach alles, beziehungsweise die Möhren werden gerieben. Und dann geht es weiter mit Zubereiten. Ich habe jetzt hier schon die Pfanne angestellt. Ich habe alles geschnitten bzw. gerieben. Und jetzt wird erstmal alles ein bisschen nacheinander angebraten. Und zwar als erstes logischerweise die Zwiebel. Ein bisschen Öl in die Pfanne oder Butter, je nachdem wer wie was will. Zwiebel und die Möhren einmal gut anbraten. Den Knoblauch, den habe ich durch den Nicer Dicer Spice hier durchgejagt. Und den Rest, da habe ich hier die Zucchini auch gerieben, Paprika und Brokkoli klein geschnitten per Hand. Und während das hier anbrät, wasche ich den Reis. Ich habe hier meinen Reis. Zwei Hände, drei, vier, fünf. Sechs Hände müssten eigentlich reichen. Jetzt einfach ausspülen. So. So, jetzt kommt Paprika mit dazu.
und auch die Zucchini. Und der Knoblauch. Ich mache auch schon mal den Backofen an auf 200 Grad. Und jetzt gebe ich auch noch den Brokkoli mit rein. Ich habe es extra richtig, richtig klein geschnitten. So klein, damit meine Familie nicht ganz so dolle meckert. Vor allem die Kinder. Ne? Dirk ist das egal, der isst das alles, der mag es sogar. Aber Rafi, der ist ganz schlimm. Jetzt muss das Ganze ein bisschen gewürzt werden. Ich nehme einmal den Gemüse-Allrounder und würze das Gemüse damit ein bisschen. Hier, den hier. Denkt dran, ihr habt noch ein paar Tage. Für die 20% mit meinem Rabattcode könnt ihr bei Just Spices 20% auf alles kriegen. So, jetzt kommt hier auch Salz. Und Pfeffer. Und jetzt rühre ich einfach mal den Reis rein. Und dann mit Wasser aufgießen. So dass der Reis und alles hier Gemüse und Reis gut bedeckt sind. Ich mache auch schon den Herd aus. Noch ein bisschen Salz. Und jetzt kommen die Keulen einfach drauf. Zack. So schaut das jetzt aus. Dann gebe ich einfach mal einen Deckel drauf und in den Backofen. Bei 200 Grad ungefähr, bis die alle fertig sind. Also, ich weiß nicht, halbe Stunde vielleicht. Man muss das halt beobachten, zwischendurch immer wieder mal reingucken. Vielleicht muss man ein bisschen mehr Wasser oder Brühe zukippen, damit der Reis auch durch wird. Aber ansonsten war es das jetzt. Das wandert in den Backofen und dann ist das Essen auch schon bald fertig. So ihr Lieben, das Essen ist fertig. So schaut das jetzt aus. Tellerpräsentation werde ich nicht machen, denke ich mal, weil dann ist ja alles auseinander. Aber jetzt habe ich euch gezeigt, wie das aussieht in der Pfanne. Ich finde, das sieht richtig schön aus. Hier auf dem Tisch habe ich auch schon nebenbei ein paar Eier gefärbt. Und nach dem Essen sehen wir uns wieder, denn da will ich diese Dinger nochmal verwenden für die übrig gebliebenen Eier und für morgen vielleicht irgendeine Kleinigkeit backen und morgen werde ich dann fürs Wochenende backen. Aber jetzt erstmal werde ich die Familie abfüttern.
Die sitzen alle nämlich schon im Wohnzimmer und warten da drauf. Also bis gleich. So, ihr Lieben, wir haben gerade fertig gegessen. War sehr, sehr lecker. Also kann ich nur empfehlen. So viel Arbeit ist das gar nicht, ne? Nur ein bisschen schnippeln und so und den Rest übernimmt der Backofen. Wirklich, es ist kaum was übrig. Mehrere, also Dirk auf jeden Fall, Flo hat sich mehrere Male nachgenommen, also ist wirklich sehr gut geworden. Und jetzt sind alle weg, Geschirrspüler muss noch gemacht werden, aber der läuft gerade noch halbe Stunde. Und in der Zwischenzeit mache ich einfach mal hier weiter mit den Eiern. Und zwar habe ich schon angefangen, da sind jetzt die normal gefärbten, ne? Da habe ich ein bisschen mit Öl drauf was gemacht. Und jetzt warte ich, bis das Wasser hier kocht und mache wieder, letztes Jahr habe ich das zum ersten Mal ausprobiert, dieses Jahr will ich das nochmal machen. Diese Banderollen nennen sie sich, ne? Also steht auf jeden Fall wenigstens hier, ne? 6 Banderolen in 3 Motiven, aber ich nehme jetzt nicht alle, ich mache unterschiedliche. Ich habe mir jetzt hier ein paar Motive ausgesucht. Das sind jetzt 2 mit Blumen und ich mache noch ein paar mit Disney-Motiven. Ich finde die einfach nur schön. Ne, man muss einfach nur ein Ei hier so reinstopfen und dann zeige ich euch, wie man das weitermacht. Also ich habe das ja letztes Jahr ausprobiert, jetzt weiß ich Bescheid, wie das geht. So, und jetzt warte ich, bis das Wasser hier kocht. Das Wasser kocht fast schon. Ich denke, das passt schon. Man legt, die ist zu klein. Okay, probieren wir was anderes aus. Wir nehmen jetzt so einen Löffel und probieren das damit. Ein Ei drauflegen. Ich mache mal aus. Und dann hier rein. Und zack, fertig. Das funktioniert richtig gut. Zack. Und die Folie legt sich wunderbar um das Ei rum. Zack. Guckt mal, so schnell habe ich Eier gefärbt, angemalt. Das letzte und fertig. Guckt mal, wie schön das ist. Da ist Schneewittchen mit ihren 7 Zwergen. Oder auch das hier, das gefällt mir auch ganz gut. Guckt mal. Richtig schön. Und das. Genau, und jetzt bin ich auch schon fertig mit den Eiern. Mal gucken, vielleicht muss ich Sonntag nochmal welche machen, obwohl das wird auch schon auf jeden Fall reichen. Auch wenn wir so viele dieses Wochenende sind. Fertig. Ratzfatz erledigt. Genau, ich räume das jetzt hier weg und dann sehen wir uns wieder. So, ihr Lieben, jetzt habe ich den Platz gewechselt und backe was wirklich ganz Schnelles für morgen zum Tee. Weil morgen sind wir ja alle zu Hause, ist auch ein Feiertag, deswegen brauchen wir was. Ja, das ist bei uns halt immer so, dass wir, wenn wir alle zusammen frei haben, wenn wir da sind, dass wir dann auch alle zusammen Tee trinken. Irgendwann mal Nachmittag, so zwischen 3 und 4 Uhr, trinken wir einfach alle zusammen Tee. Auch wenn Dirk Urlaub hat oder so. War schon immer so und bleibt auch so. Uns gefällt das wirklich ganz gut. Dann hat man Zeit, man setzt sich zusammen und kann dann auch ein bisschen quatschen oder mal auch spielen, irgendwie sowas. Und dann trinken wir zusammen Tee. Im Sommer findet das dann meistens draußen statt. Jetzt natürlich nicht, aber um das machen zu können, brauche ich natürlich irgendwas, was wir zum Tee halt auch essen können. Und ich mache jetzt einen schnellen Grießkuchen, tatsächlich Grießkuchen in dieser Backform. Und wenn der fertig ist, vielleicht,
obwohl doch, ich denke schon, werde ich ihn dann waagerecht durchschneiden und mit irgendwas befüllen. Ich meine, vielleicht Marmelade oder gekochte Sguschonka, also karamellisierte, gezuckerte Kondensmilch eignet sich dazu auch sehr, sehr gut. Oder auch Nuss-Nougat-Creme, Milka, Nutella, sonst irgendwas. Da ist wirklich jedem selbst überlassen, was man nimmt. Und obendrauf kann man entweder Puderzuckerguss machen oder Glasur. Ne? Ich habe hier irgendwo Schokoglasur gehabt. Nee, hier nicht im Vorratsraum. Aber zuerst schmeißen wir mal das Ganze an, ne? Den Teig machen und in den Backofen. So, was habe ich jetzt hier alles? Ich habe 3 Eier, ich habe 200 Gramm Zucker, ich habe 2 Päckchen Vanillezucker, ich möchte 2 machen, 300 Gramm, also 2 solche kleinen Becherchen Joghurt pur, 100 Gramm Grieß, 200 Gramm Mehl, dann gebe ich noch Öl mit rein und natürlich Backpulver. Man kann diesen Kuchen genauso auch zitronig machen und noch Zitronensaft oder eben diese Zitronenschale. Gibt es ja auch von Dr. Oetker und von einer anderen Firma schon fertig, so Abrieb. Kann man auch nehmen. Nehme ich heute nicht, ich mache den heute vanillig. Genau. Und ich fange an mit den Eiern. 3 Eier. So, 3 Eier haben wir jetzt drin. Dann gebe ich dazu 200 Gramm Zucker. Das ist auch jedem selbst überlassen. Wenn ihr das nicht ganz so süß haben wollt, dann macht ihr einfach weniger. 2 Päckchen Vanillezucker oder Zitronenaroma, was auch immer. Frische Zitronenschale abgerieben kann man auch nehmen. Und einmal gut verrühren. Und jetzt gebe ich Joghurt dazu. Das haben wir jetzt auch drin. Dann brauchen wir auf jeden Fall ein bisschen Öl. 80er. Nehmen wir mal 80 Milliliter Öl dazu. Und jetzt ein bisschen langsamer, 100 Gramm Grieß. Und hier habe ich 200 Gramm Mehl. Und in das Mehl gebe ich einfach mal ein Päckchen Backpulver rein. Verrühre das. Und gebe auf. Und gut alles einrühren lassen. Aber nicht zu lange rühren. Gerade vor kurzem hat mich jemand angeschrieben, wieso ist mein Kuchen so zäh geworden. Also so, zu lange gerührt. Also bei Rührteigen oder was weiß ich, man sollte nicht zu lange rühren. Dann kann das wirklich sehr gut passieren, dass das so gummig wird. Deswegen nicht zu lange. So, das ist jetzt der Teig. Man kann sehen, wie das so die Konsistenz ist. Und jetzt lasse ich den ein paar Minuten stehen. Damit der Grieß ein bisschen aufquellen kann, lasse ich den so jetzt 10 Minuten stehen, bevor es dann weitergeht. So, die Zeit ist auch schon rum. Und jetzt fülle ich einfach mal den Teig hier in diese Backform um. So sieht's aus. Und jetzt in den Backofen bei 180 Grad. Keine Ahnung wie lange. Ich denke mal so eine halbe Stunde. Immer schön den Stäbchentest machen, reinpiksen. Und wenn da nichts mehr dran kleben bleibt, dann ist das fertig. Also 180 Grad, mein Backofen ist noch nicht mal richtig abgekühlt vom Abendessen machen, deswegen muss ich ihn jetzt gar nicht so lange vorheizen und schmeiße jetzt schon mal den
Kuchen rein. Und wenn es fertig ist, zeige ich euch, wie es aussieht. Ich denke mal, das Verzieren oder Creme oder was auch immer, das kann jeder für sich selbst entscheiden. Das zeige ich euch dann nicht mehr. Aber wie ihr aus dem Backofen rauskommt, das natürlich auf jeden Fall. Also bis gleich. So ihr Lieben, der Kuchen ist auch schon fertig. Ich habe ihn schon rausgeholt, der ist aber noch sehr, sehr heiß. So sieht es jetzt aus. Etwas dunkel, aber es ist auch jetzt die Beleuchtung hier. Ob das jetzt was bringt, weiß ich nicht. Auf jeden Fall ist er jetzt fertig. Ist auch schon schön durch geworden. Ich lasse ihn jetzt abkühlen. Und dann werde ich einfach irgendwas drauf schmaddern. Das passt dann schon. Ja, das war es jetzt auch schon von mir. Habe ich den Ofen ausgemacht? Ja, doch. Das war es jetzt auch von mir für heute. Ich denke, das reicht auch. Es gab heute ja einen kleinen Haul. Wir haben zusammen was gekocht, Eier gefärbt. Hier. Fertig. Finde ich richtig schön. Und einen Kuchen sogar zusammen gebacken. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann wie immer alle Daumen hoch, die ihr geben könnt. Abonnieren nicht vergessen, auf die Glocke klicken, dann verpasst ihr auch kein neues Video von mir. Ich wünsche euch allen da draußen super schöne Feiertage, schöne Ostern mit euren Familien, Freunden und die Hauptsache natürlich, bleibt gesund und wir sehen uns ganz bald wieder. Tschüss!